Hallo Freunde, willkommen zum letzten Teil dieser Serie Geistestaufe und Zungenrede. Ich möchte hier in diesem Teil euch so einen kleinen Gedankenanstoß geben zu einem eigenen Bibelstudium. Guckt, ich habe von Gott das als Auftrag empfangen, dieses Bild mit dem Meterstab. Wir können nicht einfach nur bei den Metern stehen bleiben und sagen, das ist ein Meter, ist gut. Viele gehen so mit der Bibel um. Eine oberflächliche Handhabung. Nee, wir müssen doch erkennen, das sind 2 Meter, es sind auch Zentimeter, es sind Millimeter. Und wir müssen, wenn es darauf ankommt, exakt messen. Ich bin ausgebildeter Handwerker, Metallbauer. Hey, wir mussten auf Millimeter genau arbeiten. Und manche Industriemechaniker werden lachen. Ja? Mit so einer Genauigkeit würdest du dort gar überhaupt nicht so hinkommen. Da musst du so exakt arbeiten. Leute, es muss unser Anspruch sein für jeden, der Jesus Christus nachfolgt, dass wir von den Metern zu den Zentimetern und Millimetern kommen, dass wir die Bibel studieren. Guck mal, als ich das Johannesevangelium studierte, bekam ich plötzlich von Gottes Geist einen Zusammenhang gezeigt, den habe ich noch nie irgendwo gehört. Ihr Bibelkenner, ihr wisst, dass Johannes ziemlich speziell ist. Der hebt sie von den anderen Evangelisten ab. Schon von der Art seines Schreibstils und alles drum und dran. Und auch in der Chronologie und Reihenfolge gibt es da irgendwie, ja, also er ist anders. Als ich studiert habe, wurden wir darauf hingewiesen, alle anderen Evangelisten beschreiben zum Beispiel die Tempelreinigung am Ende der Wirkungszeit Jesu. Bei Johannes steht sie ziemlich am Anfang. Gab es also 2 Tempelreinigungen oder was ist da los? Leute, ich möchte euch einfach einen kurzen Überblick geben über diese Sache. Dann könnt ihr dasselbe für euch studieren, was vielleicht sehr interessant ist, aber was zum Thema ganz wichtig ist. Sein kann. Guck mal, diese ersten 4 Kapitel, weiter möchte ich gar nicht gehen, diese ersten 4 Kapitel, da beschreibt Johannes das Evangelium, aber verpackt in Erlebnissituationen von Jesus. Man muss es sozusagen rausfiltern. Wir denken heute anders, wir haben dogmatische Lehrsätze. Aber Johannes dachte in Bildern und er beschreibt in Bildern. Das ist auch gar nicht so weit fern, auch Jesus hat das gemacht in den Gleichnissen. Da gibt es immer in den Gleichnissen einen Zielpunkt, den Jesus zeigen möchte. Und Johannes hat das vielleicht von Jesus sogar gelernt, Geschichten zu erzählen, mit einem Zielpunkt. Im Gegensatz zu Jesus hat Johannes nicht Geschichten erfunden. Diese Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, das sind ja Geschichten, die Jesus erfindet oder Beispiele, die er aus dem Leben nimmt. Nein, Johannes nahm Erlebnisse von Jesus. Und guckt einmal, um es jetzt ganz einfach zu machen. Er fängt mit Johannes dem Täufer an. Johannes steht für die Umkehr, für die Buße und Umkehr. Den Hinweis auf Jesus, das Lamm Gottes. Direkt danach kommt die Hochzeit von Kana. Was sollen wir mit dieser Geschichte? Sollen wir das so verstehen, wie manche behaupten, dass Jesus dort die Sauferei legitimiert, weil er aus Wasser Wein macht? Nein, Leute, denkt doch mal nach. Das Thema von Johannes ist in diesen ganzen Kapiteln, dass die oberflächliche Religiosität ein Ende haben muss. Und dort bei der Hochzeit zu Kanaan hatten diese Leute Reinigungskrüge bereitgestellt. Steht in Vers 6, Kapitel 2, Vers 6, es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden. Die hatten schon Krüge hingestellt, weil sie wussten, während dieser langen Hochzeitsfeier werden wir uns viel versündigen, macht aber nichts. Danach reinigen wir uns mit dem Wässerchen und alles ist wieder gut. Das gleiche Denken hat ungefähr die katholische Kirche.
Wir sündigen die ganze Woche und dann gehen wir und holen uns die Absolution, macht die evangelische Kirche auch, und dann kann man weiter sündigen. So ungefähr war das. Aber Jesus, indem er das Wasser dieser Reinigungskrüge zu Wein macht, nahm er den Menschen diese oberflächliche Möglichkeit der Reinigung weg und gibt ihnen einen Hinweis auf sein Blut. Dass Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, jetzt waren die Menschen vor einer Herausforderung. Diese Formulierung sehen wir auch mehrere Male in der Bibel, auch in der Offenbarung sagt Jesus es doch mal. Wer weiterhin sündigen will, der soll weiterhin sündigen. Wer weiterhin ungerecht sein will, soll das weiterhin tun. Aber wer in der Heiligkeit lebt, soll das weiterhin machen. Die Menschen mussten sich entscheiden, was machen wir jetzt? Wir haben keine Möglichkeit der Reinigung mehr. Lassen wir sündigen bleiben? Oder egal? Schaut, die Hochzeit zu Kanaan steht für das Blut Jesu und folgt direkt auf den Hinweis von Johannes, siehe das Lamm Gottes. Als nächste Geschichte kommt dann die Tempelreinigung. Wieso ist die genau dort? Ja, ganz einfach. Paulus schreibt später, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sollen gereinigt werden von aller oberflächlichen Religiosität, von aller Geldgier. Das ist das, was Simon in der Apostelgeschichte nötig hatte. Er wollte zwar mehr vom Heiligen Geist, aber er war voller Gier. Es ging ihm um Macht und Geld. So nicht. Das ganze religiöse System war so. Man verkaufte im Tempel eifrig Opfertiere und man freute sich eigentlich, dass die Menschen viel sündigen. Dann verkauft man umso mehr. Leute, völlig irre. Jesus, er geht in den Tempel hinein und treibt diese ganzen oberflächlichen Heuchler raus. Er schmeißt die Tische um. Dieses Geschehen ist ein Symbol für die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir müssen gereinigt werden von unserer verführerischen, oberflächlichen Religiosität. Ob sie in der Magie verwurzelt ist, so wie bei Simeon, ob sie in der Tradition verwurzelt war, wie bei den Juden oder bei uns heute in traditionellen Kirchen, oder ob sie verwurzelt ist in charismatischen Irrlehren. Wir müssen uns abwenden von dieser oberflächlichen Religiosität, die das Opfer einfach missbraucht, damit wir so bleiben können, wie wir sind. Christus will in uns alles hinaustreiben, was oberflächliche Religiosität und Sünde ist. Er will uns reinigen mit dem Heiligen Geist. Die Tempelreinigung steht für die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt direkt danach das Thema Wiedergeburt mit Nikodemus. Wir müssen von neuem geboren werden. Und der Hinweis mit dieser erhobenen Schlange auf das Kreuz direkt. Da seht ihr, wie das alles im Zusammenhang steht. Und interessant, dass die Tempelreinigung, also die Taufe des Heiligen Geistes, vor der Wiedergeburt genannt wird. Und nach der Wiedergeburt dann die Frau am Brunnen in Samarien, wo Jesus über das Leben im Geist spricht, in der Fülle des Geistes, Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Seht ihr, wie diese Geschichten die einzelnen Punkte hervorheben. Und die Reihenfolge ist interessant. Bekehrung am Anfang, dann die Taufe mit dem Heiligen Geist, dann die Wiedergeburt, dann das Leben im Geist. Das ist die Reihenfolge, die Johannes darstellt. Deckt sich völlig mit dem, was ich bisher in meiner Serie erläutert habe. Einfach nur ein kleines Beispiel, eine Ermutigung zum Eigenstudium, um die Bibel Zusammenhänge zu lesen. Nicht nur einzelne Verse. Da kommen katastrophale Meinungen heraus. Am besten noch Bibel blind aufschlagen. Ja. Und bei rauskommen, er nahm einen Strick und hängte sich auf. Ja, Leute, so läuft das doch nicht. Die Bibel im Zusammenhang zu sehen und zu verstehen. Bitte Gottes Geist, dass er dir dabei hilft. Ich habe dir versucht, jetzt in dieser Serie dieses Thema Geistestaufe, Zungenrede
aus der biblischen Perspektive zu zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass das für manchen von euch völlig neu ist, weil man sein Leben lang etwas total anderes gehört hat. Aber prüf es mit Gottes Wort. Es gibt in der Bibel, und das möchte ich klar sagen, keinen Vers, wo die Taufe mit dem Heiligen Geist im Zusammenhang mit der Zungenrede gebracht wird. Das wird dort ins Pfingstereignis hineingelegt. Es wird in die Berichte der Apostelgeschichte hineingelesen. Es steht da nicht. Kein Vers der Bibel gibt uns einen Hinweis auf eine Zweiterfahrung. Das wird missverstanden mit dem Ereignis in Samarien. Aber ich habe aufgezeigt, die waren nicht wirklich bekehrt. Ein Glaube an Jesus, der glaubt, dass Jesus Wunder tut, rettet nicht. Johannes 2, 23. Jesus bleibt auf Abstand. Genau das passiert dort in Samarien. Ich habe diese Zusammenhänge jetzt erklärt. Ich möchte noch mal einen Punkt hinterher sagen. Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich das sagen soll, weil irgendwie ist das schräg. Für mich ist das schräg. Und das ist so ein bisschen der Zwiespalt, in dem ich bin. Ich bin seit vielen, vielen Jahren auch aktiv in der charismatischen Szene. Ich bin immer wieder eingeladen von Gemeinden, die die Wahrheit suchen, die merken, Gott ist auch in meinem Leben. Sie wollen wissen, was ist da los. Ich war auf vielen Konferenzen, ich habe in Bibelschulen unterrichtet, ich habe viele Hauskreise, Gemeinden besucht, die der charismatischen oder Pfingstbewegung zuzuordnen sind. Auch dort sind alle völlig unterschiedlich. Es sind nicht alle gleich. Manche sind völlig abgedreht und abgespaced. Da fragst du dich, was haben die für Pillen geschluckt? Andere sind wirklich interessiert und am Boden der biblischen Wahrheit, haben aber nie etwas anderes gehört, aber vermuten, das kann doch nicht die Wahrheit sein, was wir hier haben. Irgendwelche Dinge laufen hier völlig schief, völlig aus dem Ruder. Es muss irgendwo was anderes geben. Wir haben schon einige Leiter gesagt, Cornelius, hilf uns irgendwie. Wir haben uns völlig verrannt, wir kommen nicht mehr raus, wir wissen nicht weiter. Hast du irgendeinen Ansatz? Deswegen, ich erzähle euch jetzt mal ein paar persönliche Berichte, auch wenn das irgendwie dumm rüberkommt. Ihr werdet gleich merken, wieso. Guckt, als ich zum Beispiel mal auf einer charismatischen Bibelschule eingeladen war, eine Woche lang zu unterrichten, das war damals der Römerbrief, da kam dann der zuständige Lehrer, der für den Römerbrief zuständig ist, zu mir nach einigen Unterrichtseinheiten. Er bestellte mich auf sein Büro. Und als wir dort waren, er ging dort auf und ab und sagte, und das ist das, was mir etwas unangenehm ist, aber das ist die Sprache, wie man in diesen Kreisen spricht. Mir ist das fremd, mir ist das auch unangenehm, aber ich sage es jetzt trotzdem, wie es war. Er sagte, Cornelius, was für eine Salbung, was für eine Lehre. Gottes Geist ist da und du bist so geisterfüllt, die Wahrheiten und Erkenntnisse. Lauter solche Sachen. Ich habe ihm dann gesagt, du, wie erklärst du dir das? Denn ich habe nicht die Gabe der Zungenrede. Ich wusste ja, von seinem Verständnis her geht das gar nicht. Er war völlig baff, er war so erschrocken, der ließ sich auf seinen Stuhl fallen. Das geht nicht in ihr System. Er wusste auch, jetzt sitzt er irgendwie in der Falle, er hatte ein Problem. Denn er hatte mir aus seiner geisterfüllten Überzeugung das Zeugnis gegeben, wie geisterfüllt und salbungsvoll das alles war. Wie ging das? Er wollte mir dann erklären, dass ich die Gabe der Zungenrede habe, aber es unterdrücke oder was auch immer. Leute, das hat alles nicht gepasst, weil ich weiß von meinem Gewissen, dass ich zu Gott völlig offen und völlig gleichgültig, nicht egal,
sondern gleich. Ich habe gesagt, Herr, gib mir diese Gabe, wenn du meinst, dass ich sie brauche. Ich habe andere Gaben bekommen. Ganz unbemerkt. Plötzlich waren sie da. Manchmal waren es Ereignisse. Ich bekam andere Gaben. Ich sage, Herr, jetzt hast du mir diese Gabe gegeben und die andere auch. Ich habe dann erlebt, dass Menschen in meinem Dienst durch Gottes Führung, ich hatte nur die Autorität, ich wurde geleitet, da wurden Menschen geheilt dann auch. Wir haben wunderbare Dinge erlebt. Aber ich habe die Gabe der Zungenrede nicht bekommen. Das konnte sich bisher keiner von diesen charismatischen Leitern erklären. Aber ich habe immer wieder gefragt, Leute, wieso ist das so schwer zu verstehen? Paulus sagt es doch. Sind alle Apostel? Nein. Sind alle Lehrer? Nein. Haben alle die Gabe der Zungenrede? Nein. Die Antwort ist nein. Aber das passt nicht in ihr System. Sie glauben an die zweite Erfahrung. Sie glauben daran, dass jeder die Zungenrede haben muss, der diese Geistestaufe hat. Ich habe ihnen argumentiert, so wie ich das in dieser Serie gemacht habe. Aber viele wollen das nicht einsehen. Es sind seltsame Sachen passiert. Ich habe dann diese Geschichte hier in Schweden erlebt, wo wirklich verrückte Gebetserhörungen passiert sind. Ich habe das dann auf mehreren Konferenzen, auch Bibelschulen und so weiter berichtet. Und ein Bibelschulleiter, der nahm mich dann mit auf sein Büro, einer, den ich wirklich sehr schätze. Und ich sage das jetzt auch nicht, um ihn einen auszuwischen, vielleicht schaust du dir das jetzt hier an. Du weißt, wie das Gespräch gelaufen ist. Ich sage das in aller Demut, nicht um irgendeinem einen hier eins auszuwischen, aber so ist es einfach das Problem. Er sagte mir, aufgrund alles, was hier passiert ist, diese ganzen Gebetserhörungen, diese ganzen Führungen Gottes, die hier passiert sind, im Minutentakt gefühlt, sagt er mir, Cornelius, wir sind in Verbindung mit Missionsstationen und Gemeinden auf der ganzen Welt. So etwas wie du haben wir in den letzten 10 Jahren nicht mehr gehört. Also Gott ist hier am Werk. Ich würde so jetzt nicht reden, aber so ist es normal auch in diesen Kreisen. Und ich habe auch dann nochmal das Gespräch aufgegriffen und gefragt, du, aber wie passt das zusammen mit eurem System? Denn ich habe die Zungenrede nicht. Also bin ich ja folglich nicht geisterfüllt. Wie kann das denn dann sein? Und auch da wieder, nein, das geht nicht, das kann nicht sein. Du musst die Gabe der Zungenrede haben. Ich weiß nicht. Dann habe ich gefragt, wozu sollte ich die denn haben müssen? Ja, das ist doch wichtig, die Zungenrede ist dafür da, damit man die Kraftausrüstung hat und den Freimut zur Verkündigung. Dann sage ich, du, ich verstehe das nicht, weil ich habe seit bald 20 Jahren Dienst in der kriminellen Motorradszene. Ich habe vor kriminellen Motorradclubs freimütig gepredigt, was sich sonst niemand getraut hat von all denen, die ich kannte, die in Zungen reden, die niemand hat sich das getraut. Ich habe in Tschechien, Slowakei, auf der Straße, hier in Schweden, auf der Straße gepredigt, mich allen Anfeindungen ausgesetzt, in Gefängnissen gepredigt, unter schwerkriminellen Psychopathen, sage ich, wie erklärst du dir das, dass ich, der ich die Gabe der Zungenrede nicht habe, dass ich diesen Freimut habe, das zu tun, und andere, die die Gabe der Zungenrede haben anscheinend, die haben den Freimut nicht. Wie passt das? Darauf habe ich keine Antwort bekommen. Liebe Geschwister, ich kann euch nur Folgendes sagen. Wir sind alle unterschiedlich. Ich habe aufgehört, mich mit anderen Menschen und mit anderen Menschen Dienst zu vergleichen. Gott gebraucht jeden von uns einzigartig. Ich habe festgestellt, dass es für mich gar kein Problem ist, vor diesen kriminellen Menschen zu predigen. Mir würde es viel schwerer fallen, eine Kinderstunde zu halten. So war es auf jeden Fall früher, heute ist es auch nicht mehr so. Aber seht ihr den Punkt, wir sind völlig unterschiedlich. Und
auch in unserer Geistausrüstung, nicht was die Frucht anbelangt. Die sollten wir alle haben, die Früchte des Geistes. Galater 5, 22. Friede, Freude, Liebe, Geduld, Sanftmut, Güte, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes, die jeder Mensch haben muss, wenn er in Christus ist. Aber was die Gaben anbelangt, so teilt der Heilige Geist die Gaben unterschiedlich zu. Es kann sein, dass du bei deiner Taufe mit dem Heiligen Geist, die echt war, dass du die Zungenredengabe bekommen hast. Dann praktiziere sie so, wie es in 1. Korinther 14 steht, zum Segen für dich und für deine Gemeinde. Aber wenn du die Gabe anders anwendest als dort beschrieben, dann wird es problematisch. Euch, die ihr diese Gabe nicht habt, ich kann euch nur ermutigen, strebt nach den Gaben. Lasst es nicht zu, dass uns der Teufel diese wichtigen, wertvollen Gaben raubt. Wenn Gott uns diese Gabe gegeben hat, dann hat sie ihren Wert, ihren Stellenwert. Genauso die prophetische Gabe, aber es muss alles ordentlich zugehen und das eine nicht auf Kosten des anderen. Aber ich möchte euch, die ihr die Gabe nicht habt, zusprechen. Leute, lasst euch nicht einreden, dass ihr minderwertig seid. Ihr braucht nicht von Konferenz zu Konferenz rennen und meinen, ihr seid Christen zweiter Klasse. Schau auf Jesus Christus. Glaubst du an ihn? Glaubst du, dass er dein Herr und dein Gott ist, der am Kreuz für dich gestorben ist? Weißt du, dass dir vergeben ist? Wenn du die Reinigung deines Herzens erlebt hast durch den Glauben an Jesus Christus, dann bist du mit dem Heiligen Geist getauft. Dann hast du auch eine Geistesgabe bekommen. Es muss nicht die Zungenrede sein, es kann die Zungenrede sein. Aber renn nicht auf diese Konferenzen, wo Heiliger Geist mit Begeisterung verwechselt wird und wo das Werk des Geistes durch fleischliche Puschungen und Manipulationen ersetzt wird. Es gibt andere Gaben. Und ich glaube auch, so wie Paulus es sagt, wenn er sagt, lieber rede ich 5 Worte verständlich, um die Gemeinde zu unterweisen, als 1000 in Zungen. Dann kann ich auf dieser Grundlage sagen, ich glaube, dass es wichtigere Gaben gibt als die Zungenrede. Strebt nach den Gaben. Aber auf der Grundlage der Bibel. Dann haben wir eine Zukunft, dass diese Geistesgaben auch wieder in Funktion kommen, auch in anderen Gemeinden, weil solange manche Gemeinden damit Schindluder treiben, werden andere versucht sein, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und alles über Bord zu werfen und völlig dicht zu machen. Und dann hat der Teufel genau sein Ziel erreicht. Die einen drehen völlig durch und es gibt eine Inflation der Geistesgaben, völlige Entwertung, weil es aus dem Fleisch ist, und die anderen machen dicht und erleben überhaupt nichts. Es wird Zeit, dass wir den wertvollen Van Gogh unter den Kopien und Fälschungen entdecken. Das geht nur, wenn wir auf der Grundlage der Bibel arbeiten und im Heiligen Geist vorangehen. Ich wünsche dir gottesreichen Segen. Du kannst dieses Buch bestellen, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Empfehle die Serie weiter. Schau dir auch die Serie an, charismatische Irrlehren. Da kannst du viel Wertvolles, glaube ich, rausholen. Und ich sage es nochmal zum Schluss. Ich habe die Serie nicht gemacht, um irgendwelchen charismatischen Freunden als auszuwischen, schon lange nicht, um euch zu Feinden zu machen, sondern einfach, um hier eine Grundlage zu schaffen, auf der wir vielleicht anfangen können, mal vernünftig ins Gespräch zu kommen. Es ist die Grundlage der Bibel. Ich wünsche dir Gottesreichen Segen.